Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, wir sind diesmal beim großen Preis von Mexiko. Wie ihr seht, haben wir die Rennziele schon bekommen. Wir sollen das Rennen auf dem 11. Platz abschließen oder besser. Unseren jetzt kürzlich dazugekommenen Rivalen Lewis Hamilton besiegen. Unser Teamkollegen und Ziel für die Fahrermeisterschaft ist Platz 11. Ja, wir haben jetzt in diesem Grand Prix neun Rivalen bekommen. Lewis Hamilton, der führt auch aktuell in der Rivalität. Mit 6 Punkten hat er, wir haben 3. Also das wird diesmal ein bisschen schwieriger, der in der Meisterschaft ja auch vor uns steht. Ja, ich würde sagen, reden wir nicht lange drum rum. Starten wir gleich mal ins Rennen. Die Formel 1 war zwar 23 Jahre lang nicht zu Gast in Mexiko, doch nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr fühlt es sich so an, als ob sie nie fort war. In Mexiko ist der Grand Prix mehr als nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Geschwindigkeit und des Mutes. Die Stimmung im Stadion ist nicht zu übertreffen, dagegen kommt selbst der Lärm der Rennwagen nicht an. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen, die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Heute ist kein leichter Renntag. Es ist feucht, rutschig und es gibt jede Menge schwarze Wolken. Mit dem Regen werden die Fahrer sehr viel Grip verlieren, Stefan, was die erste Kurve doch bestimmt sehr spannend macht. Ja, bei solchen Bedingungen gibt es zwei Mentalitäten. Entweder sieht man sie als Gelegenheit oder macht sich Sorgen, dass all die harte Arbeit umsonst war. Seit circa ein paar Stunden haben wir dieses Wetter bei einer fast gleichbleibenden Intensität. Zum Glück steht nicht zu viel Wasser und auch das Safety Car muss nicht raus, also wird der Ansturm auf die erste Kurve, wie du sagtest, durchaus interessant. Ich glaube, dass uns ein toller Grand Prix bevorsteht. Wir sind weiter vorne im Grid als erwartet. Mal sehen, ob wir noch besser fahren können. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg und ein Sauber, Sergio Perez und Verstappen. Hülkenberg, Grosjean, Raikkonen und Fernando Alonso. Sainz Junior, Button, Markus Eriksson und Werler. Gutierrez, Hayanto, Danny Quert und Felipe Massa. Ricardo und Bottas. Jolyon Palmer und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, da sind wir. Leider im Regen. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, und es wird auch ein komplettes Regenrennen, so wie das hier aussieht. Was die Session-Vorhersage angeht. Sogar starker Regen in der Mitte des Rennens. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, von daher können wir auch nichts an der Strategie irgendwie machen. Wir können hier nochmal zwei Boxenstops machen, ja, aber machen wir nicht. Ein Boxenstop reicht uns. Ja, gibt es hier auch nicht so viel zu sagen heute. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Start, aber Rosberg auch nicht. Vettel auch nicht. Oh, schön, da kann man uns schön vorbeischieben. Ja. Jetzt mal aufpassen. Hier nichts. Oh, das wird eng, das wird eng. Hui, und da ist der Schaden. Ich wüsste es doch. Ja.
ein leichter Schaden. So, dann haben wir uns deutlich schlechter erstmal. Da geht auch schon in die Box. Ein größerer Schaden. So, damit sind wir hier auch wieder dran. Gut, irgendwer macht einen Fehler. Reinkönnen kommt auch nicht gut raus. Das können wir ausnutzen. Oh, kommen hier aber auch zu weit. Ah, das war überhaupt nicht gut. Schwere Bedingungen. Ja, schade. Das ist natürlich sehr ungünstige Bedingungen für ein schönes Rennen. Völlig von der Linie ab. Ja, und das war klar. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ja. So, hatten wir jetzt Schuld oder? Wird er vielleicht eher gucken müssen? Nee. Wahrscheinlich sind wir eher schuld, weil wir einfach aufgezogen sind. Ja. Hier gehen wir wieder rein. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Kommt auch kaum in Kurven herum hier. Natürlich auch der Flügelschaden. Schuld. Aber sind wir auf dem Platz, in dem wir gestartet sind. Und da ist das auch okay. Jetzt sind wir schon ein bisschen raus. Eigentlich nichts zu suchen. Okay. Wow, total verbrennt schon wieder. Ist gar nicht so einfach hier. Die Strecke ist total rutschig. Boah, Wahnsinn. Ja, komm, gehen wir hier vorbei. Schieben. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten.
ich muss sagen, so langsam nervt mich der Regen ein bisschen. Also das Spiel, das scheint es echt zu lieben. Also Codemasters sollte da wohl mal zeigen, wir können Regen. Ja, wir haben es verstanden, Leute. Ihr könnt den Regen gut simulieren. Ich würde gerne mal wissen, ob es in Mexiko wirklich jemals geregnet hat bei einem Grand Prix. Würde mich auch mal interessieren. Oh, geht zu schnell. Virtuelle Safety-Car-Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet auf grüne Flaggenbahn. Alles klar. Das ging aber schnell. Was? Wieso kriege ich eine Durchfahrtsstrafe? Hä? Ich war doch rechtzeitig. Ein Plus. Ja. Ist klar. Na, das werde ich mir wieder rüber mal angucken. Da finde ich jetzt. Weiß nicht. Also habe ich nicht gesehen, dass ich da zu schnell war oder irgendwas. Na ja, schauen wir mal am Ende des Rennens. Jetzt pushen wir uns erstmal weiter an Perez ran ein bisschen, dass wir die Durchfahrtsstrafe machen müssen. Frage, oder sparen wir uns das? Wir machen die gleich. Nee, pushen wir uns noch ein bisschen ran. Kommt, tun wir aber auch nicht. Das ist echt schwere Bedingungen, muss ich sagen. Ach du Scheiße, für dich rechts. Komm. Ja, komm. Treten wir die gleich an. Das bringt, glaube ich, auch nichts. Wieder schön auf Mager machen. Sprit sparen, fahren. Ups, Alter. So, sollen wir einige Plätze einbüßen erstmal? Hä? Leute, ich wollte eine Durchfahrtsstrafe machen. Och, Mensch. Och, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht, ey. Was ist das denn jetzt schon für Scheiße hier? Wieso machen die jetzt einen Boxenstopp? Oh, also hier geht's aber auch drunter und drüber gerade. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Das heißt, ich muss jetzt nochmal rein, hundertprozentig, um die Durchfahrtsstrafe abzusitzen. Oh, das läuft ja, würde ich sagen. Aber gut, nichts verloren. 30 Runden haben wir ja noch. Schauen wir mal, was da noch so geht. Rosberg hat auch ein gutes Rennen. Direkt vor uns. Und da scheint ja wohl einiges nicht zu laufen. Zack, da kommt's. Ja, Jungs, wollte ich auch gerade eben.
wenn ihr hier keinen Boxenstopp gemacht hättet. Na gut, versuchen wir das nochmal. Und in die Box. So, jetzt scheint es zu klappen. So, das wirft uns natürlich jetzt deutlich zurück. Klar, da ist schon der nächste Unfall. Oh, gucken wir mal. Dass es vielleicht ein Safety Car jetzt gibt. Würde uns natürlich jetzt gut tun. Ne, fährt auch weiter scheinbar. Schade. Aber vielleicht kommt da nochmal ein Safety Car. Oh, ich sehe gerade unseren Teamkollege, der ist weit vorne. Das ist ja geil. Gut für ihn. Rum. So, weit rechts. Das ist echt rutschig, die Strecke hier. Keine Sorgen, dass wir hier nichts mehr aufholen werden. Weil im Regen ist die KI nicht so stark wie ich. Das weiß ich. Hier werden wir auf jeden Fall noch was aufholen. Sind auch alle dicht zusammen. Halten sich so im Gegenteil ein bisschen auf. Guck mal. Sektorbestzeit gerade. Oh, da ist schon wieder was passiert. Ich hab fast das Rennen vorbei. Oh, jetzt kommen wir hier langsam rein in die Bedingungen. Für den Sektor Bestzeit. Oh, jetzt versau ich's wieder total. Indem ich wahrscheinlich zu schnell bin. Ey, können so auf Platz 20? Da ein bisschen. Ja, es geht nicht nur mir so. Also, hier passiert einiges was. Gucken, wie viel hier noch ans Ziel kommen. So, wieder schnellste Rundenzeit für mich. Schnellste Runde. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Finde ich gut.
Sehr schön, schon wieder schnellste Rundenzeit. Schon ein bisschen runterstellen, ein bisschen zu tief. Kann ich mir noch gut gebrauchen. Okay, das wäre in dem Fall gut für unsere Taktik, das Aufholen. Weil dann alle an die Box müssen. Ja, gut, in dem Fall ich aber auch natürlich. Die Frage, ob es dann so viel bringt. Aber warten wir mal ab, wie viel Reifenwechsel es hier noch gibt von den Regenreifen. Kommen wir aber endlich an den ersten Rang. An Grosjean. Sehr gut. Ein paar Informationen zu Ricardo. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Ist klar. Ist der nächste draußen. Schon wieder das Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern. Positives Delta halten. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch eine Strafe einhandle. Gibt. Scheiße, das ist ja ärgerlich wegen. Teamkollege ist raus. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit mir schon greifen, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Jo, dann machen wir mal auf Fett. Standard gerade Teamkollege ist aus dem Rennen.
Hä? Oder Teamkollege in der Box? Hey, super. Okay, alles klar. Ich dachte schon, er wäre ausgeschieden zum Rennen. Jetzt hat er dann auch Intermediates drauf noch. Echt schwere Bedingungen, muss ich sagen. Diesmal bin ich gar nicht so schnell. Ja, schneller als die KI. Diesmal war Regen echt schwer. Besonders ist der Schikane hier. Den löse ich irgendwie immer ab. Wie ihr seht. Ja gut, Bedingungen werden echt immer schwieriger. So, gucken, ob wir jetzt rankommen. Das könnte reichen und das wird auch reichen. Sehr gut. Da haben wir den ersten dann auch überholt. Und den Teamkollegen abgesehen in der Box. Aber jetzt sind wir dichter dran. Sehr schön. Dann nehmen wir mal die Regenreifen. Oh, oh, scheiße, das war viel zu spät gebremst. Nein. Kacke. Markus. Mist, viel zu spät gebremst. Auch in die Box oder? Ne. Jetzt verlieren wir wieder 10 Sekunden. Nicht 10, aber ein paar Sekunden auf jeden Fall. Jungs, gib Gas, gib Gas. Come on! Ja, das ist natürlich auch nicht Zeit gekostet, aber. Wenn Flügelschaden, dann jetzt. Wir mussten sowieso in die Box. Also von daher ist es wohl noch okay. Mal gucken. Bin ich mal gespannt, wie die sich fahren werden. Dinger die richtigen. Ja, also mit denen schwimmt das Auto ganz schön. Jetzt hier mit uns. Ein bisschen besser als die Schikane hier. Nicht viel, aber jetzt ein bisschen. Oh, jetzt Teamkollege seine Box. Okay, haben wir so verlesen vorhin. Schwer nach oben gekurven. Markus fährt an die
hier. Das ist aber viel. Na gut, nicht mal die Hälfte des Rennens ist um. Noch viel Zeit. So, vor uns ist unser Teamkollege. Muss aufpassen, sonst dann nicht gegenseitig in die Quere kommen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,7 Bedingungen kann ich irgendwie nicht so. Ich habe nicht mal Chance, richtig hier auf meinen Teamkollegen aufzuschließen. Jetzt gerade, ja, okay. Aber hier bin ich nicht viel besser auf jeden Fall als die KI. Mal gucken, ob wir hier unser Minimalziel noch erreichen, was immer noch der 10. Platz ist. Also Punkte. Jetzt bin ich an unserem Teamkollegen dran, Markus. Oh hier, Team Order, Team Order. Gucken, ob das schon reicht. Das reicht noch nicht. Stärker und stärker. Jetzt besonders aufpassen, wenn man so dicht drin ist. Jetzt könnte es reichen. Jetzt reicht's. Die halten sich der Gegenseite ein bisschen auf. Da können wir bestimmt gleich vorbeischlüpfen. Oh, das hat man. Das könnte ja gleich ein Safety Car geben. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. So, jetzt sind wir schon auf dem 16. Platz. Sieht doch auch gut aus. Dicht am Parma dann. Mal aufpassen, jetzt hier nicht den Flügel zu hauen. Ein bisschen Fett zum Ausbeschleunigen. Den werden wir gleich haben. Schneller. So gut. In etwa 10 Minuten sollte das Wetter auf leichten Regen umschlagen. Mhm.
damit haben wir Platz 15 aktuell. Wir haben vor uns einen sehr großen Pulk mit Autos. Upsala. Aber jetzt erstmal Wehrlein anraten. Sehr von der Strecke abgekommen eben. Zum Glück keine Verwarnung. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. So, jetzt sind wir fast an Wehrlein dran. Langsam. Wieder vorbei schon. Oh, kleiner Kontakt. Schön. Sind wir vorbei. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,1 schon echt anstrengendes Rennen, muss ich sagen. Muss ich hier echt extrem konzentrieren. Wäre schön, wenn der Regen erstmal ein bisschen aufhören würde. Fängt aber auch immer stärker an auszubrechen. Also sich hier langsam wohl so ein paar Pfützen bilden. Hier bricht er auch ganz stark aus. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Sind wir ganz dicht hinter Bottas. Ob wir da gleich eine Überholchance haben. Zu bleiben wird auch immer schwieriger. Ach du Scheiße. Früh angelenkt.
stehen vier Autos vor uns. Könnten wir vielleicht gleich ein paar Plätze gut machen. Muss auch aufpassen, dass man früher bremst auf jeden Fall und man den nicht hinten ins Heck rauscht. Ja, jetzt könnte die erste Melika kommen. Da ist sie. Dreister, da war der Kontakt. Alles gut gegangen zum Glück. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Sehr schön. Da wäre er doch fast schon in den Punkten. Wenn wir die beiden hier noch überholen. Sehr gut. Das höre ich gerne. Keine Lust mehr auf den Regen. So, eine Variante wollen wir auch gleich haben. Auf jeden Fall. Sehr schön. Geklappt. So, jetzt ist quer der nächste. Das ist wohl eine alte Zeit. Ich bin ja direkt dran jetzt. Schon wieder. Reifensituation ist interessant. Aha. So, das könnten wir quer kriegen. Das Glück. Sauber, saugt sich jetzt schön ran. Reicht. Sehr schön. Aber gerade eben. So, sehr schön. Damit sind wir auch in den Punkten. Mal hören.
Änderung bestätigt. Okay, sie wollen auf Intermediates. Und bei Regen hatten wir bisher immer recht. Also machen wir das. Sind auch einige reingefahren. Und fahren noch hinter uns. Auch unser Teamkollege kommt rein. Hoffentlich klappt das. Markus ist an der Box. Das klappt. Fertig. Los jetzt. Ja, davon mussten wir uns wieder hinter quer rein, weil unser Box ist dort langsamer war. Schade. Macht nichts, den haben wir gleich wieder. Scheiße, was machst du denn da? Oh, du Vollidiot, ey. Ach, ja, toll. Quert, ey, das gibt's doch nicht, ey. Oh, jetzt komme ich hier nicht rum, ey, das gibt's doch. Oh Mann, ey, das ist mir zu nervig. Ah, passt natürlich nicht, scheiße. Oh Mann, dieser Vollidiot, ey. Ach ja, toll, das war's dann. Dieser Idiot, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los heute? Ach ja, das ist ja ein Scheißrennen. Nee, das habe ich mir natürlich alles anders vorgestellt. Oh. Ja. Das ist nicht gut. Jetzt rettet uns nur ein Safety Car. Da kommt schon die erste Überrundung. Juhu. Ich wundere mich sowieso, dass noch ganz heftig hier war. Bei solchen Bedingungen. Es kommt da eigentlich immer eins, wenn irgendwas passiert. Ja, war die Arbeit umsonst. Von 9 Plätze zurückgefallen. Ja, gucken wir mal, ob das hier endet. Safety Car auslösen jetzt. Komm, Safety Car, los! Auf dem Radar können wir sehen, dass es aufklart. Der Regen soll etwa 5
Schade. Kein Safety Car. Parma konnte sich leider nicht feiern. Schade. So, ist ein Spiel gebremst. Wo ist das Safety Car, wenn man es eins braucht? Ja, wie man hier aber schön sieht, sind wir konkurrenzfähig. Hätten um Platz 2 fahren können. Ja, schön ein Vettel dran bleiben können. Zack, schnellste Runde. Sieht man es auch. Über die Curb rüber. Leute machen Vettel irgendwie nicht so richtig Platz. Na ja, jetzt, okay. Sich wahrscheinlich hinter uns ein. Nee. Hinter nicht, ist noch neben uns. Aber jetzt reiht er sich hinten ein. Das wäre schön für Vettel. So, vor uns ist Quert wieder, der uns auch schön abgeschossen hat.
auch schon mal auf Fett gemacht, weil wir jetzt eigentlich genug haben, um bis zum Ende durchfahren zu können. Vergeigt hier. Schnell besser. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,8 Sekunden. Was zieht ihr denn da? Also hier. Das Spiel auf der Strecke irgendwie abgestürzt oder so. Der ist halt direkt vor mir. Das kann noch 2 Sekunden sein höchstens. Fahrer vor mir. Quert liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,35,0. Zeit letzte Runde. Sekunden also. Klar, das ist 9 Sekunden von mir entfernt. Na gut. Dann holen wir mal die 9 Sekunden auf. Ach, das ist Vettel vor mir. Okay. Das glaube ich schon. Ich zweifle schon an dem Spiel. Ja. Okay, alles klar. Jetzt kann ich die 9 Sekunden noch nachvollziehen, das ist ja Vettel vor uns. Das habe ich nicht gesehen. Sorry Spiel, dann hast du ja wohl doch recht. Quert scheint weit weg zu sein. Oh, komm um hier. So, 3 Runden haben wir noch. Mit der hier. Sieht im Moment nicht so gut aus für uns. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber wir sehen, wie gesagt, dass wir an Vettel dranbleiben können. Das heißt, Platz 4 zum Beispiel wäre realistisch gewesen. Unser Abstand durch Schade. Machen auch 3 Sekunden gut. Auf Quert, sehr gut. Und da ist unser Teamkollege. Muss aber rein theoretisch hinter uns sein. Also sieht das nochmal über Runde aus. Thank you.
Nö. Mach ich nicht. Ah, da ist Kwiat. Alles klar. Jetzt haben wir ihn. Die haben ein bisschen Zeit verloren. Sorry, das war jetzt nicht beabsichtigt eigentlich. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. So, jetzt die letzten zwei Runden sind angebrochen. Gucken, ob wir Massa noch kriegen. Sieht ganz gut aus. Oh, der Tinkerling ist doch vor uns. Platz 14 hat er. Ja, Massa kriegen wir auf jeden Fall noch. Oder? Ne, ist vorbei, ne? Oh, scheiße. Mit dem heutigen Tag bin ich nicht gerade glücklich, aber ich bin mir sicher, dass du dein Bestes gegeben hast. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, das war scheiße. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Ja, das lief hier auch nicht so gut für uns, würde ich sagen. Lewis Hamilton hat das Rennen dann auch noch gewonnen. Ja, interessant. Hat Sebastian Vettel dann noch überholt. Ja, wir sind diesmal sogar hinter unseren Teamkollegen gelandet. Heißt also richtig schlecht gelaufen. Für Marcus Ericsson allerdings besser als sonst. Obwohl er, naja, hat sogar einen Platz verloren, war Platz 13 im Grid. Ja, ich möchte mir den Start auf jeden Fall nochmal ansehen. Der war ja noch einigermaßen okay, auch wenn wir da Plätze verloren haben. So, da gab es ja schon den ersten Rempler, den ersten Flügelschaden. Bin dann sehr vom Gas gegangen. So, das war vielleicht das Problem. Hätte vielleicht auf dem Gas bleiben sollen. Und so habe ich das schön in die Zange genommen. Da war noch alles okay und
dann kommt Sebastian Vettel. Und bumm. Er war es, glaube ich zumindest. Bin ich der Meinung. Ja, da muss man jedenfalls schon zum ersten Mal an die Box. Dann auch Plätze verloren, logischerweise. Ich weiß nicht, sind wir in der ersten Runde gleich in die Box gefahren? Bin mir gerade nicht sicher. Dann gucken wir mal, schauen wir uns die erste Runde mal an, wie das da so gelaufen ist. Ich will mir auf jeden Fall die Situation mit Quert angucken, was da passiert ist. Ob ich da vielleicht sogar eine Teilschuld habe oder ob er einfach nicht aufgepasst hat. Bin ich mal sehr gespannt drüber. So, da biegen wir auch schon ein ins Motodrom, so schön heißt. So, mal gucken, ob wir jetzt gleich in die Box fahren. Ich glaube ja. Ne, doch nicht. Wir sind doch nicht in die Box gefahren. Aber da ist der erste Silberfall in die Box gefahren. So, springen wir mal ein bisschen weiter. Ferrari noch überholt. Na ja, können wir das wahrscheinlich besser erkennen, wenn hier was passiert. So, da holen wir uns die Nase ab. Ich werde mir auf jeden Fall das Video auch nochmal ansehen, um die 3-Sekunden-Strafe mir dann nochmal anzusehen. Bezüglich der Safety Cars. Da bin ich nämlich der Meinung, dass ich da nicht Schuld habe. Ja, hier hatten wir jetzt hier erstmal die Flügelreparatur, die unfreiwillige. Aber das im Nachhinein wird das wohl sein, weil ich das nicht abgestellt habe. Flügel nicht reparieren, sonst hätten sie mich nicht reingeholt. Ja, hätte man einstellen müssen. Aber das hatten wir schon mal, das ist in dem Fall, muss man halt dran denken, dass man dann Flügelschäden nicht reparieren geht. Ja, im Nachhinein ist es halt immer einfach zu analysieren. So, was ist hier passiert? Hier hatte ich mich, glaube ich, verbremst. Ja, hier habe ich nicht aufgepasst, habe ich auf die rechte Konsole geguckt. Meine MFA und dann zack, ärgerlich. Aber das war nicht so schlimm, weil wir mussten ja sowieso an die Box. Bin ich der Meinung, weil wir hier auf die Regenreifen gewechselt haben, genau. Sieht man es auch nochmal deutlich. Kriege ich wieder neuen Flügel und weiter geht's. Ja, mit zwei Flügelreparaturen, da kann man natürlich keine Rennen mehr gewinnen. Weil drei, glaube ich. Sogar, weil Quert hat ihn auch nochmal kaputt gemacht. Da wird das natürlich nichts. So, hier kassieren wir gleich mit seinem Teamkollegen. Und zwar hier. Gut, machen wir mal weiter. Also es war schon ein aufregendes Rennen auf jeden Fall, viel passiert. Leider zu unseren Ungunsten diesmal. Aber das gehört ja leider auch dazu, wenn man auch mal schlechte Rennen hat. So, jetzt müsste die Szene aber gleich kommen mit Quert. So, das ist Wehrlein noch, den wir gleich überholen. Und da müsste Quert jetzt kommen. Ja, das ist er. Gewesen? Müsste eigentlich gewesen sein. Aber dann müsste hier doch gleich was passieren.
ist auch direkt vor uns jetzt. Ach ja, Mist. Ich hatte ja den Flashback benutzt. Das war ja Mist. Da kann man sie dann die Szene nicht sehen. Das war nämlich hier. Müsste man sie theoretisch doch trotzdem sehen können. Hier muss das ja jetzt passiert sein. Hä? Das ist doch quer vor uns, oder nicht? Hm, komisch. Machen wir mal weiter. Ist doch eine andere Stelle war. Aber da kriege ich doch den dritten Flügel, oder nicht? Ach nee, da kriege ich die Intermediates wieder. Alles klar. Okay, dann könnte es vielleicht doch gleich sein. Ah, da ist es. Alles klar, da haben wir die Szene. Da ist sie. So, hier will ich raus. Bin wesentlich schneller. Ich bremse und er fährt mir schön ans Hinterrad. Ich bin quasi schon vorbei. Will einlenken. Ja. Danke. Schön gemacht und zack. Nächster Flügelschaden. So, gehe ich nochmal zurück. Was war das ein Flügelschaden? Ja, ich muss ja mal reinnehmen. War ein Flügelschaden, der dritte. Ja, dieses Rennen ist aber auch echt hart gewesen, muss ich sagen. Drei Flügelschäden. Ja, das war natürlich hart. Auf jeden Fall. Sehr ungünstig gelaufen für uns. So, der Rest ist dann nicht mehr so spektakulär gewesen. Zum Glück, muss man ja schon sagen. Ja, schade, dass es kein Safety Car gab. Das hätte uns dann nochmal den Arsch gerettet. Aber wenn man Safety Car braucht, dann bekommt man natürlich keins. Ist natürlich auch klar. So, ja, wir gehen jetzt die letzten Runden noch. Und da habe ich Quert noch überholt. Und die Strafe noch. Sehr gut. Und das war's dann auch. Okay, alles klar. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden verlieren. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Gut, also hier hat sich nicht viel geändert. Wir sind immer noch auf Platz 5, was die Fahrerrangliste angeht. Konstrukteure sind wir auch immer noch auf 3 zum Glück. Also hier hat sich nicht viel getan. Gucken wir uns nochmal die Punkte an. Die Rivalität, die haben wir natürlich nicht verloren, aber gegen Lewis Hamilton, meine ich, die werden wir nicht zu unseren Gunsten auslegen können. So, 263 Punkte. So. Oh, doch, okay. Hätte nicht erwartet. Sogar schneller waren als Lewis Hamilton. Konnten wir uns ein bisschen dran pirschen. Sehr gut. Bin mal erster Fahrer. Sehr gut, hier ein bisschen Karrierepunkte. So interessant. So, gehen wir mal ins nächste Wochenende. Das wäre dann, wie wir auch wissen, Brasilien, das vorletzte Rennen. Sehr gut, da ist auch eine schöne Strecke, kann ich auch sehr gut. Hoffen wir mal, dass da kein Regen ist.
Jo, wir haben einen Teamsponsorenbonus bekommen. Sehr gut. Hi, wie fühlst du dich heute? Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Ich entwickle mich doch gar nicht. Achso, das ist nochmal so eine Info, weil wir jetzt hinter Manor Racing gefallen sind. Ja klar, wir forschen natürlich auch nicht und entwickeln nicht. Das ist natürlich auch klar. So, gucken wir mal. Wir sind jetzt das drittletzte Team. Wir sind hinter Manor Racing gefallen. Und Haas war, glaube ich, auch mal hinter uns. Ich der Meinung. McLaren, glaube ich, auch. Okay, dann sind wir weit abgefallen. Auf jeden Fall. Alles klar, aber es sind auch nur zwei Rennen und dann können wir wieder forschen und entwickeln. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. War leider ein bisschen enttäuschend, der Rennverlauf. Aber sowas muss es leider auch geben. Ich würde mich trotzdem über ein Abo, Kommentar und ein Like freuen. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis denn.